I am the Jochen, das ist der Frühsport für Donnerstag, den 28. März 2024 und Karfreitag, den 29. März 2024. Schönen guten Morgen. Gibt heute Doppelausgabe, weil am Karfreitag wird ja fast kein Sport ausgetragen, deswegen packen wir das alles in eins. Ich habe aber auch eine Menge noch nachzutragen. Ich bin wieder zu Hause, wie ihr sehen könnt, das ist die gewohnte Umgebung hier. Und nicht mehr im tiefsten Bayern unterwegs, aber da ist einiges hinten runtergefallen dort, was ich gerne heute versuchen will, so ein bisschen zumindest aufzuarbeiten. Wir fangen an mit Eishockey. Da gibt es Ergebnisse aus der deutschen Eishockeyliga. Da gab es zum Beispiel den Sieg von Berlin gegen Mannheim. Die Eisbären gewinnen die Serie und sind damit im Halbfinale. Und Straubing gegen Schwenningen, da war klar, es gibt noch ein sechstes Spiel. Das findet heute Abend statt, also Donnerstag. Straubing führt mit 3:2 gegen Schwenningen, kann also heute Abend den Sack zumachen, in Schwenningen allerdings. Und das Ganze könnt ihr aber live verfolgen, wenn ihr Lust habt, auf ein gepflegtes Eishockeyspiel am Abend um 19.30 Uhr live auf DF1 im Free TV. Also Mensch, wer heute Lust auf Eishockey hat, also heute Donnerstag, der wird nochmal hier richtig verwöhnt mit dieser Partie. Und wir sind gespannt, wer der vierte Halbfinalist wird. Fishtown ist schon durch, die Eisbären sind durch und auch München. Wir brauchen noch einen. Und dann wissen wir, wie es weitergeht. In der DL2 sind auch alle Entscheidungen gefallen. Da gab es ja überall Spiel 7. Kaufbeuren schlägt Landshut, Regensburg schlägt Ravensburg. Ihr merkt diesen bayerischen Bezug hier überall. Kassel setzt sich durch gegen die Lausitzer Füchse, bleibt damit im Rennen um die Meisterschaft und gefährdet weiterhin die Augsburger Panther. Und die Krefelder sind raus. Die verlieren nämlich in Krimitschau mit 3:4 an die Serie und damit also eine Sorge weniger für Augsburg. Jetzt müssen die nur noch hoffen, dass Kassel nicht Meister wird. Sonst steigen sie ab. Ansonsten bleibt Augsburg oben drin. Genau, das haben wir geklärt. Also heute, wie schon erwähnt, das sechste Spiel in der DEL und in der DEL2. Da beginnen jetzt die Halbfinalserien heute Abend. Kassel, Kaufbeuren und Regensburg-Krimmitschau. Die Ergebnisse dann hier in den nächsten Tagen bei uns. Machen wir weiter mit Fußball. Gucken wir drauf, was sich getan hat. Es gibt die letzten EM-Teilnehmer. Ukraine setzt sich durch. Wildes Spiel, noch 0:1, noch 2:1 gewonnen gegen Island. Dann haben wir Georgien, die gewinnen im Elfmeterschießen gegen Griechenland und sind dabei bei der Europameisterschaft zum allerersten Mal. Herzlich willkommen. Und Polen, die gewinnen auch im Elfmeterschießen und zwar in Wales haben sie gewonnen. Damit also die Waliser dieses Mal nicht dabei, aber Polen schafft es wieder zu Euro und damit auch Robert Lewandowski. Auch hier gehen Glückwünsche raus an alle drei, Ukraine, Georgien und Polen, die es also geschafft haben. Wir sehen euch dann im Sommer bei der Euro. Die deutsche Mannschaft hat unterdessen auf dem Weg zum Titel auch den Niederlande geputzt mit 2:1. Und die U21, die hat also für einen Lichtblick gesorgt für die Junioren. Gestern habe ich schon erzählt, dass für die U17, U19 Teams es nicht gut aussieht. Die haben alle ihre Endrunden verpasst, aber die U21 gewinnt 2:0 gegen Israel. Hat damit die Tabellenführung übernommen in ihrer Quali-Gruppe, weil Polen nämlich gegen Bulgarien verloren hat. Vielen Dank dafür auch. Und jetzt sieht es also ziemlich gut aus, dass das für die, zumindest für die U21 was wird mit der Endrunde. Noch ist aber nicht durch, das sind noch ein paar Spiele zu absolvieren. Da bleiben wir natürlich dran. Dann kommen wir in Sachen Fußball auch zur Women's Champions League. Da haben wir Folgendes. Wir haben Olympique Lyon im Halbfinale. Die haben sich durchgesetzt, klar, gegen Benfica. Chelsea hat sich durchgesetzt gegen Ajax. Auch die stehen im Halbfinale und heute gibt es die anderen zwei Spiele. 18:45 Barcelona gegen Brand. Da steht es 2:0 für die Spanierinnen. 2:1, pardon, im Moment schon. Und PSG danach gegen Hecken um 21 Uhr. Da steht es auch schon 2:1 und zwar für Paris. Beide Spiele könnt ihr auf der Zone live sehen und dann wissen wir, wer alles noch im Halbfinale der Women's Champions League steht. Das ist der Fußball vom Donnerstag und dann kommen wir kurz auf den Freitag. Da ist es nicht viel, es gibt jeweils ein Spiel in Spanien und Frankreich. Ihr wisst ja, in Deutschland wird den Karfreitag gar kein Fußball gespielt. Es gibt aber in Frankreich ein interessantes Spiel, 21 Uhr, Lille gegen Lens. Wenn wir uns an die Tabelle erinnern, Lille ist Vierter, Lens ist Sechster, aber die beiden trennt nur einen Punkt. Dazwischen liegt noch Nizza und da geht es immerhin um Champions League, Europa League, Conference League Platz. Also durchaus interessant, 21 Uhr auf der Zone und um 21 Uhr ebenfalls auf der Zone aus Spanien, Cadiz gegen Granada. Das war dann der Fußballblock. Bis auf die Landespokale, da habe ich noch ein paar Ergebnisse für euch, die noch nachträglich zu verkünden sind. Im Halbfinale Berlin steht Sparta Lichtenberg und Lichtenberg 47. Das könnte also ein wildes Derby werden. Im Mecklenburg-Vorpommern Halbfinale steht der Greifswalder FC. In Sachsen haben es Zwickau und Dynamo Dresden ins Halbfinale geschafft. In Sachsen-Anhalt Germania Halberstadt. Und dann haben wir noch zwei Finals, die inzwischen feststehen.
In Thüringen Meuselwitz gegen Carl Zeiss Jena. Das ist hier das Pokal-Endspiel dann am Tag der Amateure. Und in Westfalen heißt es Bielefeld gegen den SC Verl. Das ist auch inzwischen komplett. Und Saarbrücken, die machen weiter Pokalfurore, denn die wollen ja auch nächstes Jahr wieder im DFB-Pokal mitspielen, wo sie jetzt im Halbfinale dann antreten nächste Woche. Die haben in Neunkirchen gewonnen und stehen damit ebenfalls nee, ich glaube, im Viertelfinale sind die ersten. Da geht es überhaupt noch nicht so weit. Bei Hertha Wiesbach müssen sie als nächstes antreten. Das Kontrastprogramm. Ne? DFB-Pokal, Halbfinale und dann spielt sie gegen Hertha Wiesbach im Saarlandpokal. Heute, Donnerstag, gibt es ein Endspiel. Und zwar nicht am Tag der Amateure, weil es gibt in Niedersachsen zwei Amateurpokale. Ihr wisst, die drei größten und mitgliederstärksten und vereinszahlstärksten Landesverbände dürfen zwei Teilnehmer für den DFB-Pokal stellen, die Bayern. Und die Westfalen und die Niedersachsen sind das. Bayern und Westfalen macht es über die Ligatabellen und Niedersachsen spielt einen zweiten Pokalwettbewerb aus, und zwar nur für Dritt- und Viertligisten. Und der richtige klassische Niedersachsen-Amateurpokal, der ist dann ab fünfte Liga abwärts. Der kommt am Tag der Amateure dazu. Da sind wir inzwischen ja so weit, dass wir, wo sind wir in Niedersachsen angelangt? Da sind wir im Halbfinale auch, am 1., am Montag, Ostermontag wird da gespielt. Mit SC Melle gegen Atlas Delmenhorst und Borussia Hildesheim gegen Lupo Martini Wolfsburg. Das sind Teams, oder? Aber heute geht es jedenfalls um den DFB-Pokal. Da wird der erste Platz vergeben im Amateurbereich. SV Meppen gegen Blau-Weiß Lohne. Das ist die Paarung, die ansteht. Um 19 Uhr, und das könnt ihr alles sehen, live und free for all im YouTube-Kanal des Niedersächsischen Fußballverbandes oder des Norddeutschen Fußballverbandes, ist es, glaube ich. Der NFV auf jeden Fall. Wer ist das hier? Gibt es da Niedersächsischen oder ist es denn Norddeutsch? Jetzt komme ich ins Schleudern. Es war klar, der Tag würde kommen. Es ist der Niedersächsische Fußballverband. Okay, also bitte googelt oder guckt bei YouTube auf Niedersächsischer Fußballverband, wenn ihr es gucken wollt. Livestream um 19 Uhr geht's los. Dann könnt ihr da Meppen gegen Lohne gucken am heutigen Donnerstagabend. Amateurfußball vom. Ich bin vorsichtig, ich habe das Spiel noch nicht gesehen. Vom Feinsten vielleicht, vermutlich. Wird schon, gehe ich mal von aus. Das war es jetzt aber wirklich in Sachen Fußball. Nee, stimmt auch noch nicht ganz. Ich habe ja noch eine Tabelle übrig für euch. Nehme ich euch gleich mal mit auf die Reise, denn ich hatte versprochen, wir schauen mal auf die Frauen-Bundesliga-Tabelle. Die fehlt uns nämlich noch, hatten wir ja nicht. Also hier kommt sie, 5 Spieltage vor dem Ende, und wir sehen es, die Bayern mit einem Riesenvorsprung jetzt. 7 Punkte auf Wolfsburg. Die hatten ja das direkte Duell am Wochenende letztens gewonnen und damit jetzt also eine Riesenlücke gerissen. Das wird nicht mehr schief gehen. Da muss Wolfsburg eher nach hinten gucken. Da kommen nämlich das Doppel noch. Hoffenheim und Frankfurt. Da geht es ja darum, wer noch Champions League spielen darf. Wir gehen da mal ein bisschen genauer ran. Der zweite ist sicher in der Champions League mit dabei. Der dritte in der Quali auf jeden Fall. Der vierte gar nicht. Und Hoffenheim, Frankfurt, die ziehen da also weiterhin Seite an Seite oben rum. Ran. Oben rum ran. Oben ran. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Jedenfalls 5 Punkte davor, nur noch Wolfsburg. Mal sehen. Aber das sollte für Wolfsburg in 5 Spielen eigentlich reichen. Mittelfeld können wir relativ zügig überspringen. Leipzig mit Big Points, hatte ich schon gesagt, im Abstiegskampf haben wir gegen Duisburg gewonnen. Und wir sehen aber dieses Duell Köln-Nürnberg. Das wird, glaube ich, noch faszinierend. 2 Punkte Unterschied. Da sind wir mal gespannt, worauf hinauslaufen wird. Das war es jetzt aber wirklich in Sachen Fußball. Wenn ich irgendwas vergessen habe, machen wir es dann am Samstag im nächsten Video. Wo ich gerade Tabellen an der Hand hatte, da war da noch eine. Die Handball-Bundesliga-Tabelle hatte ich noch euch nicht gezeigt, aber schon versprochen. Gehen wir gleich nochmal rüber. 8 Spieltage vor der HBL. Wir sehen an der Spitze Berlin und Magdeburg weiter in dem Gleichschritt, wobei die Magdeburger immer noch ein Spiel nachzutragen haben. Das ist der Stern hinten dran. Könnten also vorbeiziehen. Es gibt beim Sieg hier aber nur 2 Punkte. Ich sage es immer wieder gern dazu. Dann haben wir im Run of the European League Flensburg-Handewitt, Melsungen und Kiel. Die Kieler ja auch noch mit 2 Nachholspielen sogar. Hannover-Burgdorf da unten. Gummersbach, das sind vielleicht die, die es noch eher schaffen könnten, aber der Rest glaube ich nicht mehr. Ja, und im Abstiegskampf hat Eisenach sich ein bisschen befreien können und ein bisschen Boden gut gemacht. Der Bergische HC kann da aber auch nachziehen noch mit einem Nachholspielsieg. Und für Balingen-Wallstätten sieht es so gut aus da unten. Apropos Handball, da schulde ich euch auch noch Ergebnisse aus der European League. Und da ist zu berichten, dass wir Siege haben. In den Hinspielen in der Achtelfinalrunde, da hat die Füchse Berlin haben gewonnen, die Rhein-Neckar-Löwen haben gewonnen und Hannover-Burgdorf haben gewonnen. Also alle drei deutschen Teams haben super vorgelegt. Das ist eine gute Sache. Da freuen wir uns auf die Rückspiele und hoffen oder drücken die Daumen, dass es da genauso erfolgreich dann weitergehen möge, wie die Hinspiele jetzt gelaufen sind. Was gibt es noch in Sachen Handball zu berichten? In der Frauenbundesliga gab es ein wichtiges Spiel, ein Topspiel. Tatsächlich Bietigheim gegen Bensheim-Auerbach. Das haben die Bietigheimerinnen aber ganz klar gewonnen mit 9 Toren Vorsprung. Und jetzt haben sie in der Liga 4 Punkte vor auf Bensheim-Auerbach und noch ein Nachholspiel dahinter. Da können sie also auf 6 ausbauen. Es sind nur noch 7 Spieltage. Ich denke mal, das war der Weg zum Titel für die SG Bietigheim.
aller Voraussicht nach. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Heute Abend Handball-Bundesliga mit einem Spiel Stuttgart gegen den Bergischen HC um 19 Uhr. Natürlich live auf Dein Sports und am Freitag, am Karfreitag, kein Handball. Auch das ist Karfreitags Tradition. Damit haben wir Handball auch erledigt. Kommen wir zum Basketball. Bonn gewinnt gegen Oldenburg in der Basketball-Bundesliga. Das war noch was von vorgestern nachzutragen. Dann habe ich noch ein Spiel von gestern. Hamburg gewinnt gegen den mitteldeutschen BC. Und im Europe Cup hat Chemnitz das erste Spiel in Bilbao klar gewonnen mit 25 vor. Sehr dominant hier. Das sieht gut aus, dass sie auch hier vielleicht dann im zweiten Spiel erfolgreich sind und eine Runde weiterkommen können. Heute Abend, Donnerstag, gibt es die Euroleague. Und zwar 5 Partien auf der Liste, darunter eine mit deutscher Beteiligung, Bayern gegen Barcelona. Die Bayern haben noch eine minimale Chance auf die Playoff-Runde oder Play-In-Runde, nennt es wie ihr wollt, auf die K.O.-Spiele auf jeden Fall. Und jetzt kommen aber noch 3 Brocken im Restprogramm für die Bayern. Barcelona ist der erste, muss gewonnen werden. Ganz klar, die haben ihre Spiele letzte Woche gegen Valencia und sowas vergeben. Das wären die ganz wichtigen direkten Siege gewesen, die hat es nicht sollen sein, also muss man jetzt Barcelona schlagen und hoffen, dass der Rest der Liga entsprechend mitspielt und ein bisschen Schützenhilfe gibt, weil es sind noch ein paar Vereine, die überholt werden müssen. Schön, dass wir auf Magenta Sport und auch auf Magenta Sport Sport heute Abend eine Konferenz gucken können. 20:30 beginnen hier die Spiele. Wenn ihr Lust habt, schaut rein, also gerne auch auf Magenta Sport Sport. Ist ja vielleicht ganz interessant, wenn ihr nicht gerade Eishockey guckt, ne? Ist ja parallel dazu noch das Eishockeyspiel, aber wir haben ja hier Second Screen und sowas Optionen. Wer will, findet einen Weg, da bin ich mir sicher. Und es gibt auch am Freitagabend noch die Euroleague, unter anderem mit Fenerbahce gegen Alba Berlin um 18:45 Uhr. Das wird gespielt, weil es ein internationaler Wettbewerb ist. Da könnt ihr also auch drauf gucken, wenn ihr Lust habt. Karfreitags-Basketball, wenn ihr nicht gerade beim Fußball versagt seid, bei Lille gegen Lens. Magenta-Sport ist hier auch eure Anlaufstelle. So, das war der Basketball. Dann habe ich noch Tennis, natürlich. In Miami geht es weiter. Iga Świątek ist raus gegen Ekaterina Alexandrova. So ist der korrekte Name. Ekaterina Alexandrova. Zverev weiter, gewinnt gegen Khachanov. Den hat er zuletzt gesehen beim Olympiafinale in Tokio. Da hat er auch schon gewonnen. Jetzt wieder in 2 Sätzen erfolgreich. Sinner schlägt Machac aus Tschechien. Tomáš Machac, der hier Andy Murray rausgeworfen hat in der Runde davor. Jetzt also er wiederum dran gewesen gegen Sinner mit Ausscheiden. Und bei den Frauen noch Caro Garcia raus gegen Collins und Rybakina gewinnt gegen Zakari. So, und jetzt gucken wir mal auf das weitere Programm. Jetzt spielt heute Nacht noch Medvedev gegen Jarry und Krawitz-Pütz. Die spielen heute Abend, Donnerstagabend. Die sind nämlich auch noch mit dabei. Gegen Dodik Krajicek sind sie jetzt dran. Das ist schon Halbfinale. Also da winkt ein großer Titel für Krawitz-Pütz. Dazu gibt es bei den Herren Zverev gegen Marochan und Alcaraz gegen Dimitrov. Mensch. Kann man machen. Und wir haben Rybakina Azarenka noch bei den Frauen. Ja, guckt rein. Es geht los heute aber erst um 18 Uhr zur Erinnerung. Auf Sky Tennis seid ihr mit dabei beim Turnier von Miami. Und die großen Namen, die könnten jetzt wirklich bald unter sich sein, zumindest bei den Männern. Verzeihung, bei den Frauen sind sie ja schon ausgeschieden. Die ganz großen Namen, das muss man sagen. Was haben wir noch? Volleyball-Playoffs der Männer, Deutsche Meisterschaft. Gießen gewinnt das erste Spiel gegen Friedrichshafen, geht damit mit 1:0 in der Serie in Führung. Dann haben wir noch vom Volleyball den Hinweis, jetzt hakt hier gerade wieder das. So, nee, die Berliner gewinnen gegen Lüneburg, damit auch 1:0 in der Serie vorne. Genau. Und bei den Frauen, da ist Palmberg-Schwerin weiter, hat nämlich die Serie gewonnen mit 2:0 gegen Vils Biborg. Das ist Viertelfinale noch, bei den Männern sind wir schon im Halbfinale. Potsdam gewinnt die Serie 2:0 gegen Suhl, ist damit auch im Halbfinale. Und der Dresdner SC kann ausgleichen gegen Wiesbaden. Da steht es 1:1 und es wird zu einem dritten Spiel kommen in dieser Serie. Heute Abend gibt es aber auch schon Volleyball, wer Lust hat. Auch nochmal Frauenviertelfinale auf Dein Sports, 19 Uhr Münster gegen Stuttgart, 19 Uhr, wie gesagt, könnt ihr dabei sein. Für die Darts-Freunde haben wir einen weiteren Abend in der Premier League anzubieten. Da wird heute gespielt in Belfast in Nordirland. Das Ganze ab 20 Uhr mit Humphreys gegen Littler, dann Smith van Gerwen, Aspinall Price und dann Rob Cross gegen Peter Wright. Peter Wright, der bisher in den bisherigen 8 Turnieren ein einziges Match gewonnen hat. Man spricht schon davon, dass er der Zählkandidat hier ist. Das ist richtig bitter für ihn. Das ist Peter Wright, das ist Snakebite. Der war vor kurzem noch Weltmeister. Der ist völlig von der Rolle. Er will das Ganze gerne drehen. Mal gucken, ob es heute Abend einen Schritt zur Besserung gibt. Live könnt ihr das verfolgen auf Sport 1 im Free TV oder auch auf The Zone. Und wie gewohnt gibt es die Viertelfinals und danach dann die Halbfinals.
Und Verzeihung, das Finale. Ja, und damit haben wir es, glaube ich, noch kurz Tischtennis beim WTT Champions in Südkorea, in Incheon. Es sind Patrick Franziska und Dimitrov Charov eine Runde weiter. Und Shayona Shan bei den Frauen ist ausgeschieden. Das ist noch ein kleiner Ergebnisservice, den ich habe. Und war noch was? Ist immer dieser Gedanke, irgendwas war doch noch. Darts hatten wir. Nö, reicht. Das war's. Mensch, 15 Minuten und alles durchgekloppt. Ich bin ein bisschen erleichtert. Genau, das war's. Also ganz viel Sport am Donnerstag heute noch. Könnt ihr gerne dabei sein, wenn ihr Lust habt. Ah, Freitag ist dann eben nicht mehr viel zu holen. Aber so sind sie eben, die stillen Feiertage. Und vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, um sich mal wieder auf was anderes zu besinnen und vielleicht nicht jeden Tag dann vor der Glotze zu hängen. Samstag aber dafür wieder umso mehr. Ich sage nur Bayern gegen Dortmund, Bundesliga und viele weitere interessante Spiele in Sachen Fußball und auch in anderen Sportarten wird es richtig interessant wieder am Samstag. Und auch hier beim Frühsport. Da sehen wir uns dann wieder, wenn wir Lust haben. Wenn ich Lust habe, ja, ich bin da. Wenn ihr Lust habt, seid ihr wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Gerne den Kanal weiterempfehlen, wenn ihr Lust habt. Gerne das Video liken, wenn ihr möchtet. Glöckchen aktivieren. Ihr kennt ja den ganzen Kram, ne? Ich sag's aber immer wieder gerne dazu. Falls ihr es aber nicht kennt, gerne auf alle möglichen Herzchen, Daumen nach oben und so drücken. Alles, so Sachen sind immer gut. Freue ich mich immer drüber. Oder schreibt was Nettes in die Kommentare. Gruß an Felix übrigens, der gerade gestern schon wieder korrigiert, sag ich, wie er es kommentiert hat. Alte Lehrerkrankheit. Gut, das war's. Wir sehen uns Samstag wieder. Bis dahin, einen schönen Karfreitag euch. Und macht's gut. Ciao.